So, komm, ich hab jetzt ein gutes Gefühl, diesmal machen wir's. Ich hoffe halt, dass ich jetzt am Anfang wieder Multidot-Geschichte bekomme. Oh, das ist jetzt schwierig. Nee, wir müssen das mit dem 50% mehr bei den Ads holen. Das ist fast wichtiger. Dadurch, dass ich hier einen großen Pull einmal reinkrieg. Hütet euch. Hütet euch. Müsst ihr mir jetzt hier resetten? Nein, einer ist entkommen. Muss halt nochmal zurücklaufen, das ist halt jetzt dumm. Hütet euch. Hütet euch. Die Convok mal ein bisschen runter. Das ist auch stark. Auch nicht schlecht. Hey, danke dir fürs Subscriben. Grüße gehen raus. Das ist auch gut. Jetzt kriege ich hier am Anfang lauter ganz gute Sachen eigentlich tatsächlich. Hätte doch vielleicht das Convok-Ding nehmen sollen, ne? Vielleicht hätte ich den Endboss dann mal richtig blasten können. Hütet euch. Eigentlich muss ich immer bei den ersten Mobs gleich Convoke ziehen, dann Inka, weil jetzt, ne, Convoke schon wieder ewig auf Abklingzeit für nix und wieder nix eigentlich. Ich habe fast nur gute Trades jetzt bekommen. Ich glaube, jetzt hier bei den ersten paar Mobs habe ich mehr gute Trades bekommen, als in dem anderen Run vorher. Ich overall an... Boah, soll ich full tryhard gehen? Nee. Oh nein, das war dumm. Hütet euch. Wir machen es lieber safe. Ich habe gute Trades diesmal. Ich habe überlegt, ob ich alles zusammenpullen soll. Aber das wäre eine dumme Idee gewesen, tatsächlich. Ich hau den jetzt ganz normal um und für den Endboss, da müsste... Naja, wohl, da wird Convok nicht wieder ready. Ja, es wird nicht optimal. Ich hätte eigentlich den Ermächtigungsbonus für die Rares mitzählen sollen. Das ist ein Add-on, ja. Das ist zu weit entfernt. Ich muss näher ran. So, jetzt nehmen wir das mal noch mit. Na komm, machen wir das mal. Ah, jetzt haben wir den Typen hier noch. Nein, lauf bitte nicht in den Boss rein. Den will ich jetzt gleich convoken. Heart of the Wild, habe ich vorhin gesehen, wird nicht wieder abgeschlossen, was ein bisschen blöd ist.
Oh boy, jetzt kriege ich es nicht richtig hin hier, oder? Ah, okay, die Kombination war richtig. Ich habe dann immer so ein System, wo ich durchprobiere, ne? Achso, warte mal, ich muss die negativen Effekte draufkriegen auf den Boss. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Hütet euch. Das habe ich noch nicht angelegt. Gibt er nämlich mehr Damage. Naja, ein bisschen hat es ihn runtergehauen. Warte mal, wir haben ja eh... Hütet euch. Eigentlich hätte ich mit Inka auch starten können, ne? Das wird ja eh resettet. Das Einzige, was irgendwie nicht resettet wird, ist... Warte mal, habe ich Heart of the Wild jetzt eben nicht... Oh boy, ich hätte 30% mehr Schaden machen können, ne? Naja, gut. Hütet euch. Ich brauche ein Ziel. Komm, wir setzen mal die Abklingzeit hier runter. ...24% Ermächtigungsbonus ist okay. Solange ich auf 2 quasi über 20 bin, ist gut. Lädt immer noch auf. Also ich habe halt TSM fürs Auktionshaus, ne? Aber ich habe keine Weak-Aura, die da sonst irgendwas ändert, wenn du jetzt das meinst. Mal, dass wir sie hier alle zusammenziehen. Leute, seht's mir ein bisschen nach, aber ich muss mich jetzt hier echt ein bisschen konzentrieren. Weil wenn ich einmal rip, dann ist der ganze Run wieder für einen Sack tatsächlich. Und dann kann ich alles neu machen. Das hat mir jetzt vorhin schon den einen Run gekostet, deswegen beantworte gern Sachen, aber dann, wenn ich den Run wieder fertig habe, ne? Sonst, ist wieder verkackt, weil jetzt habe ich halt echt ganz gute Trades, ne? Also vorhin konnte ich mich beschweren, da habe ich halt kack Trades gekriegt, aber ja jetzt, ne? Also zumindest Single-Target-DPS, echt top Sachen. Kannst du nichts sagen. Was zum Heilen bräuchte ich noch? Hier hatte ich ja vorhin auch, ne? Da hatte ich die Ratten gepult, die laufen alle weg, machen keinen Schaden. Dann wurde ich gefeiert von dem einen Trade. Und es kamen zwei Einschläge, ich war einfach tot. Blöderweise habe ich den Fear-Trade nicht weggekriegt. Ich habe anscheinend den Einschlagstrade weggekriegt, der eigentlich gar nichts kann, tatsächlich. Aber vielleicht lasse ich mich jetzt hier nochmal fearen. Bei den Viechern. Obwohl, die werden es nicht hinkriegen, ne, mich zu fearen, weil die... Also ich müsste unter 40% droppen. Okay, es ist vorhin schon anscheinend einmal geprockt, ne? Das ist, dann wird es jetzt nicht nochmal ausgelöst. Holy Moly, das ist der Dot, der so reinhaut, ne? Hast du gesehen? Du hast sogar noch gekillt. Schlundgänger, ich suche mein Kriegsschwert. Es ist irgendwo in der Nähe. Also jetzt müsste ich halt einen Big Pull machen, ne? Aber der 4 ist wahrscheinlich dann bald wieder aktiv und dann habe ich halt ein Problem. Hier würde hinten ein paar zusammengezogen kriegen. Hütet euch. Ich mache jetzt die hier noch weg, dann müsste ich komplett max gestackt sein. Mal gucken. Hütet euch. Na, ja, okay, wir sind jetzt max gestackt. Jetzt brauche ich halt viele Mobs, ne? Das irgendwie sieht es da drüben nach Falle aus, ich weiß auch nicht. Hier irgendwas? Nee. Da ist natürlich ein krasser Rare drin und ich habe diese Caster-Viecher. Shit. Thank you.
Haben wir noch einen? Ich brauche noch einen mit Mondfeuer, dass wir den Proc kriegen. Jetzt hier mal richtig reinscheuern. Haben wir jetzt auch andere Sachen abgehärtet, Anima? Ich habe immer noch das eine, dass die explodieren, ne? Aber ich hatte halt bei dem jetzt anscheinend einfach nur Pech. Aber ich glaube, hier haben wir auch wieder einige in den Bonus reingekriegt, einige Sachen. Nehmen wir den Crit. Und dieses Phantasma ist zwar schön, aber 10% weniger Schaden. Fasina, ich grüße dich. Ist halt nicht so geil. So. Ah, das ist, glaube ich, wieder der Raum, wo es unten lang rüber geht und hinten auch, ne? Dann gehe ich jetzt erst hier runter. Ich bin außer Reichweite. Wir sind mal alle rum. Dotten sie mal noch. Ich bin außer Reichweite. Fuck it. Aber da ist mein Proc zumindest schon wieder billig ausgelöst. Das war jetzt nicht so dangerous hier. Ich muss mal rum. Okay. Ich muss meine Convoke öfter ziehen, ne? Ich habe ja extra geskillt, dass sie weniger Abklingzeit hat und ich ziehe sie halt kaum. Geedit. Ich wollte das jetzt gerade anders machen. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Ist noch nicht bereit. Ach, dammit, das ist jetzt ganz schlecht. Das sollte jetzt eigentlich komplett anders laufen. Ich wollte jetzt hier zwei Elite relativ zeitnah hintereinander töten. Das war jetzt eigentlich der Plan. Der andere Elite ist schon hops gegangen, oder? Naja, gut. RIP. Der ist mit der Convoke gestorben. Naja, das war jetzt... das war anders. Ich wollte sie jetzt kontrolliert hier killen. Aber jetzt habe ich meine Inka gespart. Und kann eventuell dann mit Vollbonus wieder in ein großes Pack gleich reindingsen. Vielleicht war das jetzt gar nicht so verkehrt. Sparen wir mal sonst alles. Auch die Heilungen spare ich mir jetzt, dass ich gleich dann groß pullen kann. Weil den Balken haben wir jetzt weit oben. Ich weiß nicht, habe ich vorher schon zwei Elite gleichzeitig umgenutzt? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das könnte fast gereicht haben, ne? Ich bin mir halt, ich weiß halt nicht, ob der Rare dann auch als Elite zählt oder wie das aussieht. Das ist zu weit entfernt. Ja gut, die werde ich noch killen müssen und oben hoffe ich, dass ich dann einige anfinde. Jetzt sind wir halt schon wieder komplett gecapped, ne? Completo gecapped sind wir. Ja, die Convoke ist auch schon wieder ready. Ich hätte eigentlich lieber Inka kürzer skillen sollen und nicht Convoke. Wäre besser gewesen.
Hütet euch. Na super, hier sind halt so gut wie keine Mobs. Kriege ich jetzt hier irgendwo mal... Bevor ich sie jetzt 5 Jahre auf abhab und es gar nicht ziehe, sind halt hier irgendwie 20, naja, keine 20 Mobs, vielleicht 15 Mobs oder so, die ich damit jetzt wegnatzen kann. Ist halt richtig gewastet. Ihr seht heute seltsam gesund aus. Aber ich kann jetzt das Ding hier nur aufmachen. Es gibt, glaube ich, auch Punkte, wenn man das in der Ermächtigung macht. Na also. Danke für eure Hilfe. Ich komme ab jetzt allein zurecht. Kommen die mit? Weiß nicht. Hütet euch. Hütet euch. Einfach mal rauschargen aus dem Aeda. Jetzt nicht interrupten, nur mal gegenheilen. Mehr so ein Schaden rein oder was ist, was geht da ab? Kannst du da durch die scheiß Wand durch? Wird's halt tatsächlich noch gefährlich hier. Ich habe jetzt halt leider keine Heilung mehr. Kann ich jetzt nur desorientieren? Und nix mehr. Na komm, stirb. Oh boy. Jetzt habe ich halt gar nichts mehr, ne? Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Müssen wir halbwegs safe spielen. Also gut, die paar Monolithe, die kann ich jetzt easy zusammenpullen. Das sollte nicht das Problem sein. Ist da hinten noch was? Ne, da war ich schon, ne? Hütet euch. Also ich habe Inka und Convoke habe ich ready gleich für den Boss. Hütet euch. Ich kann das nicht angreifen. Schauen wir nochmal, aber das sieht gut aus. Da haben wir alles. Warte, wir hatten ja den einen Trade mit 3 Debuffs, ne? Müsste ich fast rangehen. Zieh erst einmal Inka drauf. Ich hätte mit der Eule anfangen sollen. Erst die 3 Dots und dann mit der Inka drauf. Das wäre 1000-mal besser gewesen. Na egal. Okay, jetzt kicken wir ihn weg. Dann renne ich rüber, mach Dingsfeuer drauf und jetzt gebe ihm. Ja, ich hätte gleich konvoken sollen. Gesehen, wie das, wie der zerstört wurde. Da ewig mit der Dings durchzuziehen, war eigentlich sinnlos. 25% Ermächtigung, das war jetzt auch nicht so schlecht. Nicht alles haben wir erwischt, ne? 99%. Hier, ich muss immer die Anima-Ding. Schaden, das macht keinen Sinn. Weniger Melee-Schaden. Ich meine, das meiste ist bei mir halt Melee-Schaden. Gut, klar, ich habe auch einiges jetzt Arkan, ne? Was ich hochgedingst habe. Hier, Convoke wird auch nicht zurückgesetzt. Also anscheinend wird nur Inka zurückgesetzt. Auch blöd. Hier, das ist halt immer echt unnötig, wenn man hier irgendwelche Vasen vergisst. Das ist mir jetzt schon so oft passiert.
Weil da sind ja in echt nicht viele Sachen drin, ne? Halt, komm, Bock nochmal runter. Jetzt nur noch eine Minute Abklingzeit, jetzt kann ich es halt echt oft einsetzen. Komm, wir gehen mit Inka auch nochmal runter. Kann ich euch mit meinen Waren in Versuchung bringen? Schauen wir mal, vielleicht kriegen wir hier erst immer die Orbs einsetzen und dann den Typen zerstören. Eure kritischen Schaden und kritische Heilung um 30% erhöht, verursachter Frostschaden und Frostheilung. Das können wir eigentlich machen, Frost habe ich gar nichts. Okay, da haben wir jetzt nichts noch gekriegt, dann holen wir uns ein bisschen... Also bei Arkan und Natur bin ich mir immer unsicher, sage ich euch ganz ehrlich. Aber bei Frost, also Frost dürfte ich gar nichts haben. Bisschen verwirrt. Ach, ich muss immer die Orbs, ne, die am Anfang hier spawnen, noch mitnehmen. Ah, schon mal hier spawnen so ein Typen, aber lieber jetzt hier als dann oben, wenn ich ewig viele Mobs gepullt habe. So, ich bin jetzt überlegen, ob ich safe spiele, kleine Puls mache und nicht sterbe. Ich brauche ein Ziel. Oder ob wir jetzt noch einmal reinratzeln. Ja, komm, die packe ich doch. Sagte er und starb. Hütet euch. Hütet euch. Hütet euch. Komm, die vernichten wir. Hütet euch. Hütet euch. Ja, der prockt leider nicht bei 40, schade. Den hätte ich gern auch noch reingekriegt. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich die, ob das geklappt hat mit den Elite-Dudes. So, jetzt müssen wir noch gucken, dass wir die Stacheln safe spielen. Die können wir einfach... Es ist jetzt komplett gewastet, aber ich habe eine Minute Abklingzeit. Nur noch, eigentlich kann ich es jetzt überall reinziehen. Eigentlich hätte ich es auch gerade bei den Mobs ziehen können. Gehen sie halt einen Ticken schneller down. Oh, das mal. Also das haben wir schon mal ausgeschalten. Das passt. Nicht, jetzt muss ich außen rum. Okay, jetzt darf ich mich von den Waffen hier nicht treffen lassen. Oh. Ne, hier ist keine, ne? Ja. Den einen, den konvoken wir jetzt gleich, hätte ich gesagt. Ich muss schon mal einen einzelnen Elite haben. Lauf, kleines Mädchen. Lauf! Mal in die Eulengestalt. Naja,
Das ging jetzt auf die kleinen Ads drauf. Ich habe extra Ding nicht gezogen hier, weil das will ich für den Boss benutzen. Lauf, kleines Mädchen. Lauf. Also spielen sie jetzt mal halbwegs vorsichtig. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Würde halt gern noch ein bisschen Ding-Bonus hier reinbringen. Na, wie heißt's? Kriegen wir eine Orten, ey. Also hier müssen wir nochmal aufpassen. Zwei große, ne? I don't know. Wenn ich jetzt da Inka, dann habe ich es gleich nicht. Hütet euch. Was ich... Ich kann Vogue erst. Ah, ich wurde gesperrt. Oh ne, wir haben den Typen hier. Ja, die Inka war jetzt so ein bisschen wasted, oder? Sachen. Ach, warte mal, hier liegt so ein Truhenschlüssel rum. Oh nein, sag mir nicht. Ich muss alle Truhen aufmachen. Jetzt müsste ich gucken, wo die Schlüssel sind. Und mir wurde mal gesagt, die werden irgendwie auf der Map angezeigt, ne? Okay, hier haben wir einen Schlüssel. Da werden die nicht angezeigt. Kacke, es müsste noch irgendwo anders ein Schlüssel rumgelegen haben. Soll ich zurücklaufen? Aber ich habe nirgends einen Schlüssel gesehen, ne? Ah, da liegt er. Okay. Okay. Ich muss dann gleich nochmal zurück. 32 habe ich hier noch. Ich hab jetzt richtig auf Nummer sicher gespielt und da dann gleich nochmal Ding gezogen. Ich hätte jetzt wahrscheinlich hier sogar den Boss reinziehen können. Ich bin total safe. Schade, jetzt krieg ich die 10-Sekunden-Ding nicht mehr durch, oder? Nee. Hier muss nämlich der letzte Schlüssel noch sein. Dann müsste ich schon wieder Convoke ready haben. Da hab ich's halt dann. Jetzt habe ich halt diesen Damage-Boost für den Endboss nicht, ne? Aber okay. Warte. Habe ich den Schlüssel nicht aufgenommen? Eigentlich muss er da hinten liegen. Ah, der liegt neben dem Endboss. Okay. Ich bin schon echt ein bisschen Vollidiot, ne? Naja, dafür ist Convoke wieder ready. Wir haben jetzt halt ein bisschen die Zeit verkackt, tatsächlich. Also wir haben jetzt noch zwei Bosse, ne? Wir haben jetzt quasi den Endboss hier vom Flügel und wir haben dann den richtigen Endboss. Wie oft bin ich jetzt hier durchgelaufen?
10 Mal? Nein, nicht ganz, aber... Wir machen das jetzt mal anders. Ah, ich hab Inka noch nicht ready, ne? Decke jetzt Ding auf 3. Hormonfeuer drauf. Kick ihn weg. Nein, jetzt spawnt das Kack-Ed. Jetzt habe ich meine ganzen Buffs draufgehauen. Der wäre wahrscheinlich instant umgefallen mit dem 50% mehr Schaden. Jetzt hat das Ed die Convoke wieder gefressen. Ich könnte kotzen, echt. Ich könnte kotzen. Ah, ich habe nicht geguckt, was ich für einen Endboss krieg, ne? 100% 34. Alter, das sieht so gut aus. Wenn ich jetzt beim Endboss nicht verkacke, dann müsste ich es eigentlich schaffen. Oh, ich habe sogar noch mehr Convoke-Schaden. Für euch habe ich nur das Beste. Mal schauen. Nee, warte mal, das war im letzten Run, wo ich mir das Spiegelbild mitgenommen habe. Dann nehme ich mir jetzt hier das Spiegelbild mit. Kann ich die Schlundrattenbrut? Weiß nicht. Nee, komm, ich nehme jetzt mal nicht 2 solche Teile mit. Nee, das kann ich nicht mehr mitnehmen. Okay, das müsste passen. So Leute, jetzt müssen wir uns ein bisschen konzentrieren hier, dass ich... Ich darf jetzt da nicht verrecken, ne? Das wird das Wichtige sein. Oh, nochmal Convoke. Okay. Welcher Boss ist es denn? Nein, es ist der Charger-Boss. Verdammt. Ach komm, ich hole ihn jetzt am Anfang ran, lass ihn chargen. Beim nächsten Charge, nach dem nächsten Charge mache ich es dann. Hütet euch. Er hat mich jetzt geslowt des Jahrtausends. Ja, okay, das ist alles in Ordnung. Hütet euch. Fuck, ich bin in der Ding. Fuck, das ging jetzt fast alles auf den einen komischen Typen, aber ich muss jetzt sicher... Das ist, vor allem der ist halb tot, ne? Ich könnte ihn auch einfach töten. Dann bin ich auf Nummer sicher. Ja, easy. Jetzt wäre ich auch nicht mehr geslowt, das kann jetzt dem Scheiß auch rauslaufen. Ich hätte ihn töten sollen danach mit Convoke, ne? Dann hätte ich den Boss halt weggebrezelt. Naja, scheiß drauf. Hütet euch. Nehmen wir den Wut-Effekt runter. Hütet euch. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Das habe ich noch nicht. Hütet euch. Ja, diesmal hat's gereicht, ich sag's euch, Leute. Was ein Kack. Da haben wir das marklose Ding. Aber ich hab mir schon gedacht, das muss doch reichen hier. Das muss doch reichen. Können wir jetzt nochmal zu dem Typen zurückgehen und was kaufen? So, Leute, jetzt wird's interessant. Ich war noch nie in den... Achso, sollen wir mal gucken, was haben wir? Wir haben 99% hier, 24% Ermächtigung, 21% Zeit. Brandschatz haben wir gemacht, Erlöse haben wir gemacht. Fallenmeist. Also ich habe mich tatsächlich von nichts treffen lassen. Jo, danke dir. Dann Räuber. Achso, den Mittler haben wir ausgeraubt. Retter die Seelen. Plünderer die ganzen Sachen mit. Horter haben wir auch mit dem 500 Ding und Sammler haben wir auch. Also die ganzen Sachen, die ich machen würde. Aber was wir nicht geschafft haben, ist, glaube ich, die 2 Rares in der kurzen Zeit zu killen, ne? Das hat jetzt gerade gefehlt.
So, jetzt sind wir quasi in den gewundenen Korridoren, nicht in den gewundenen Korridoren, sondern hier in dem Adamantitgewölbe, so rum. Keine Ahnung, da war ich noch nie, das müssen wir uns jetzt mal angucken, wie hart das ist. I don't know, aber jetzt ist ja vollkommen egal, oder ob ich sterbe. Das dürfte ja jetzt eigentlich ziemlich Wumpe sein. Oder haben wir wieder so einen Typen? Der große Kreis sieht ungünstig aus. Oh, da kommen so Stacheln raus. Was sind das für... Habt ihr gesehen, was das gerade für eine Kugel war? Nee, 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 der will mir Anima klauen, der Kollege hier. Komm, wisst ihr was, den kicken wir mal weg und... Alter, ich habe gerade einen 80k-Crit da gelandet, ne? Alles klar. In welchem Tempel trainiert ihr? Schau, ob du noch auf 1k Phantasma kommst für den Händler Transmog. Ah, okay, gut, dass du sagst. Gibt's da was Spezielles, oder? Dann gucke ich das. Kostet das 1k dann? Ja, dann gebe ich nichts mehr aus. Weil ich hätte jetzt sonst welchen nochmal runtergelaufen. Oh, da muss ich rauslaufen. Ich wollte gerade gucken, was ich für einen Debuff krieg. Ja, okay, das macht nur ein bisschen Schaden. Manchmal hat der was, okay. Ja, wie gesagt, ich war hier noch nicht in den Dings drin. Ich habe jetzt heute Abend ein bisschen getryhardet. Und jetzt hat das tatsächlich geklappt. Ich wollte es halt alleine auch schaffen, ne? Nicht in der Gruppe, da soll es ein Ticken einfacher sein. Aber ich dachte mir, das wäre doch gelacht. Kann ich nicht hinkriegen. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Ich habe keine Ziel. Okay. So, was haben wir hier? Hier haben wir so komische Bälle. Den muss man anscheinend... What the fuck? Ich krieg übelst Holy moly. Das ist der Dot, der mir so reinhaut. Ich muss mich da unten einmal hinstellen und voll heilen. Dammit. Habt ihr gesehen? Ich hatte noch diesen Dot drauf von dem Mob da. Der hat mich richtig runtergerackt. Okay. Da, bei den Bällen kann ich halt schlecht stehen bleiben. Ah, da kommen dann noch Mobs runter, wunderbar. Achso, ich kann da außen auch rumlaufen. Kann ich die mit hochziehen, oder? Ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt unbedingt hier brauche noch. Okay, das sind ganz schön. Ja, der eine ist entkommen. Hier müssen wir... Ach, jetzt ist er so durch das Ding verreckt. Ja, gut. Na, wenn man nicht wollte ihn gerade wegkonvoken. Das hatte ich noch gar nicht, ne? Hey, ich grüße dich. Jo, danke dir. Ich wünsche dir auch eine gute Nacht, ne? Schauen wir mal. Was sieht denn eigentlich, wenn ich mich davon erwischen lasse? Wahrscheinlich kriege ich einen Haufen Schaden, ne? Also vermute ich mal. Machen wir mal lieber nicht. Ich will es mal nicht ausprobieren. Also ich glaube, es dürfte eigentlich jetzt vollkommen egal sein, ob ich hier jetzt noch sterbe oder nicht, aber... Wir spielen es mal lieber auf Nummer sicher. Ich habe keine Ahnung, nicht, dass da doch irgendwas passiert, was wir dann eher nicht wollen. Es sollen... Also ich habe gelesen, das sollen hier zwei Ebenen sein, ne? Ich brauche ein Ziel. Das war aber knapp hier zwischendurch. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher ran. Okay, also bis jetzt haben wir nicht gemoved mit Günther. Ich könnte hier wahrscheinlich einen Haufen zusammenpullen, aber ich weiß halt nicht, wahrscheinlich resetten mir die wieder. Deswegen machen wir die jetzt erstmal hier unten am Rand. Das ist halt blöderweise da der Spawn der Kugeln, ne? Nicht, dass die Kugeln mich nur ratzen. Ich
kannst noch einen Talentpunkt verteilen. Ah ja, schau mal an, weil ich hier noch sowas mitgenommen habe. Was hier für ein Portal? Das sieht so aus wie so ein Bonsandi-Portal, ne? Komm, wir können mal hier Party anmachen. Ach, das betäubt einen. Ich dachte mir, ich kann mit der Convoke da drin stehen bleiben. Alles easy, ne? Weil ich mache ja eh einen Haufen Heilung, aber das betäubt mich. Das ist natürlich kacke. Ist mein Convoke jetzt abgebrochen. Der Stack der haut danach schon raus, ne? Also das hat mich vorhin richtig runtergetickt. Obwohl das halt eigentlich bloß alle Sekunden... 3 Sekunden 800 Schaden, eigentlich dürfte es gar nicht... Ich vermute mal... ...da jetzt weiterkommen, oder? Ah, ja. Ey, muss ich hier überhaupt da noch das ganze Zeug töten, oder ist das dann vollkommen... Obwohl, ich brauche ja noch ein bisschen Phantasma, ne? Dass wir das bei dem Händler kaufen können, was ihr mir vorher erzählt habt. Ah, jetzt ist der. Ist das Ding geprockt. Ich muss das Hütet euch. Ist noch nicht bereit. Was ist das hier? Brauchen wir das noch? Oh, da unten sind viele Mobs. Ding ist, ich habe jetzt halt gar nichts ready gerade, ne? Sollen wir da... Amethia! Kalix! Der Archon sei Dank! Ihr habt unseren Dank, Schlundgänger. Ich kann diese... Oh, erstmal hier ein paar kleine. Mal. Also danach kommt er dann noch eine Ebene, ne? So wie ich das verstanden habe. Oder kommt da dann nur ein Boss? 800 habe ich jetzt. Ah, wir nehmen die Phantasma. Jetzt haben wir auf jeden Fall genug. Oh, okay, der das haut schon ein bisschen mehr rein. Dachte mir, komm. Vielleicht war das eine dumme Idee, die ganzen Mobs plus den Boss mitzunehmen. Okay, jetzt rastet er ein bisschen aus. Vielleicht auch kicken können, ha? Ich will eigentlich gleich in die Eulengestalt gehen und ein bisschen reinkonvoken. Ich bin außer Reichweite. Ich muss das anlegen, um es benutzen zu können. Ah! Die haben wir auseinandergenommen, hä? Mit der Convoke, habt ihr das gesehen? Sind sie beide explodiert, die Kollegen. Ich wollte gerade sagen, warum habe ich jetzt wieder unter 1000, aber der Typ hat mir das ja gerade geklaut, ne? Hier hat aber jetzt wieder ein gutes Stück mehr Leben. Den kriege ich nur down, oder? Ja. Okay, dann schauen wir mal auf die letzte Ebene. Ah. Ist dann hier nur ein Boss drin, oder? Ah, hier kriege ich jetzt wieder so eine Orb. Wieder nur Kack. Hier habt ihr gesagt, dass dann was... Mocktainisch. Ah, hier 1000, ne? Das kaufen wir uns doch. Können wir sonst nicht mehr sonderlich viel kaufen. Schauen wir mal, vielleicht kriegen wir da noch irgendwas Cooles raus. Hm, ja, Anima-Boni aufsperren.
aufspüren, aufsperren, ja, genau. Wir schreiten in eine neue Zukunft. Okay, ich dachte jetzt gerade, das ist irgendwas Specialiges, aber es ist eine ganz normale Seele. Okay. Oh, der sieht ja nice aus, der Boss. In lila. Oh, hat schon ein bisschen Leben, hä? Ich habe halt keine Ahnung, was der kann. Ich bin am Überlegen, ob ich erst sie wegcleave. Das Ding habe ich nie eingesetzt, ne? Dass der Typ mir zur Seite steht. Komm, wir fangen jetzt einfach mal mit Convoke an. Wir können ja nachher nochmal convoken. Oh boy, da komme ich. Okay, da hat er mich gefiert, der Kollege. Ich habe keinen Interrupt ready. Krieg den Movement Slow. Ach, schau mal, hier ist nur so Zeug drin. Ah, die Tuse ist tot. Okay, passt. Können wir interrupten? Also bis jetzt kann der halt einfach mal gar nichts. Danke dir fürs Verlohnen. Macht er jetzt? Ah, jetzt macht er so ein bisschen eine Explo-Phase. Komm, jetzt schmeißen wir mal die Ding an. Gehen. Ach nein, jetzt kommt hier. Jetzt kommen kleine Ads. Ja, das ist nicht gut. Die hauen mir meinen Convoke kaputt sonst. Die eigentlich auf den Boss bringen will. Ach, jetzt dachte ich, ich kann jetzt hier rein convoken, ne? Aber mit 5 Millionen kleinen Ads ist eher kacke. Schauen wir mal, dass wir die Ads killen. Mal das nur drauf bringen und dann. Oh, ich werde gefiert, oder? Ja. Dachte, ich bring's vielleicht nur durch. Die Eulensachen habe ich halt nicht so wirklich gebindet. Okay, gleich wieder raus aus dem Laden hier. Hat schon viel Leben. Ich weiß nicht, ob mich das wegschotten würde, wenn ich da drin stehen bleibe, aber ich glaube, wir finden es mal lieber nicht heraus. Ich glaube, ich bringe sogar noch einen Convoke raus, ne? Irgendwie der lebt. Aber hier hast du jetzt keinen Zeitdruck mehr. Oh, wir haben so ein Stehler-Ad. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt noch töten brauche, weil... Ding brauche ich ja sowieso nicht mehr. Komm, wir hauen jetzt Inka durch und danach... Ich bleibe jetzt mal drin stehen. Stampfen, ich ziehe mal CDs. Okay, das hat jetzt eigentlich so gut wie... Ach, den kann ich sogar zu 10. Der hat mir jetzt ein bisschen Anima gestohlen, aber... Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Lebt immer noch auf. Ist noch nicht bereit. Schauen wir nochmal das Ding drauf hier. Gut, da haben wir das Adamantit-Gewölbe auch fertig. Was gibt's jetzt hier? Ah, wir haben einmal das Toy bekommen. Sehr schön. Und ein Pet haben wir auch gekriegt. Und die Ausrüstung. Aber so ein Conduit-Ding haben wir nicht bekommen, ne? Es soll ja hier anscheinend einen 252er Conduit droppen. Das war jetzt leider hier nicht dabei. Ein bisschen schade. Der kann sogar auch da noch einiges anderes mitführen an Transmog, so wie es aussieht. Gut, ich habe jetzt nur das bei dem Mittler bekommen, aber ja, nice, zwei Erfolge, das hat sich ja schon mal rentiert.
Dann können wir raus aus dem Laden.